Servus oder so und herzlich willkommen zurück bei The Journey. Lasst einen Daumen da, abonniert den Zweitkanal. Im Hintergrund die schöne Wohnung. Und als nächstes spielen wir jetzt gegen eine Cutscene. Sponsorendeal. Let's go. Wer ist das denn? Tja, wer wohl? Was gibt's, Michael? Super, Alex Hunter. Und die Legende? Hey Jim, wie geht's? Wir arbeiten. Ah, gut, eine kleine Leistungsanalyse. Es wird nicht lange dauern. Sowas gab's früher nicht, hey Jim? Sind die cool? Welcher ist dein Favorit? Darf ich das jetzt aussuchen? Adidas Ace 16 Plus Pure Control oder Adidas X 16 Pure Chaos? Also, es sind ja unterschiedliche Schuhe, aber ich finde weiße Schuhe halt tausendmal geiler als schwarze Schuhe. Ist jetzt nicht unbedingt praktisch, aber ja, wir nehmen die Ace 16 Pure Control einfach, weil die weiß sind. Sauber. Und Adidas will, dass du sie trägst. Was hältst du davon? Hammergeil. Schon mal diese Schuhe getragen, Alex? Nein, aber alle anderen haben die an. Probier sie doch aus. Wenn sie dir gefallen, ist das ein netter Bonus. Schließlich brauchst du sie ja sowieso, hab ich recht? Klar. Also schön. Ich sehe, ihr seid busy. Ich mach mich mal vom Acker. Ja, ich bring sie raus. Aber von Schuhen, also Fußballschuhe. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer. Mutig wie ein Löwe, eiskalter Knipser. 22 Tore 1968-69. Wow. Top-Zustand. Habe ich gegen alle Karten eingetauscht mit 8. Ich wollte ein Autogramm von Ihnen, aber nehmen Sie sie. Wow. Danke. Hey. Der ist ein richtiger Fanboy von ihm. Der ist okay, ha? Huh? Ja, alles klar, steck das ein. Wir gucken die DVD zu Ende. Komm hier. Schau. Das, was ich dir vorher gesagt habe, ach, hau ab. Da. Also, was ich sagen wollte, ich finde Fußballschuhe ohne Schnürsenkel beschissen. Aber warum sollte ich mir welche ohne kaufen, wenn ich mir auch welche mitkaufen kann? Und dann passen die einfach automatisch besser mit. Man hat viel besseren Fit, so. Und jetzt ist Trainingstag, Schießen. Schussgenauigkeit und Chancenarbeitung. Aber, oh, ich wollte eigentlich simulieren. Egal, dann spielen wir es halt. Mit den neuen Schuhen auch direkt. Ja, okay, da müssen wir es eigentlich spielen. Ist auch einfach eine geile Offensive. Hunter, Defoe, Kane bei Sunderland. Ist schon sehr, sehr krass. Oh, wir haben 4 Skillpunkte. Jetzt können wir es endlich mal schneller machen. Was brauchen wir denn eher? Sprintgeschwindigkeit oder Antritt? Okay, die meisten von euch sagen, Antritt, dann holen wir uns hier ein bisschen Antrittboost auf 81 hoch. Also krass schnell sind wir jetzt immer noch nicht. Das nächste Ziel wird dann das Sprinttempo. Da brauchen wir wieder 2 Skillpunkte und das kann eine Zeit dauern. Bis dahin spielen wir erstmal gegen Southampton. Die sind Sechster in der Liga und das ist das erste Spiel für uns mit den neuen Schuhen. Die wollen wir natürlich direkt gebührend einweihen mit einem Treffer. Und vielleicht klappt das hier gleich, Borini. Und dann kommt der Ball nicht zu mir. Probieren. Schiri! Todesgrätsche da. Homé oder wie er heißt, war das doch. Kommt gelbe Karte und wir jetzt einen Elfmeter. Man darf eh wieder nicht ich schießen. Komm, bitte mach ihn dieses Mal. Das letzte Mal, als wir einen Elfmeter rausgeholt haben, haben die verschossen. Und dieses Mal verschießen die wieder. Ja, sinnlos. Jetzt einfach reinziehen. Vorbei an Van Dijk. Ich muss aber schießen. Da ist mir einfach die Fitness ausgegangen, um da großartig weiter zu sprinten. Ja, 0-0. Wer hat unsere Möglichkeit? Aber mit den Mitspielern ist es auch einfach scheiße schwer. Die sind alle so unfähig. Server Mac? Ich glaub schon. Bitte was? Du spielst Fußball wie ein Mann, nicht wie ein Kind. Und das gefällt mir äußerst gut. Erleichtert mir die Arbeit. Danke, ich fühle mich richtig gut. Mach ich doch gerne. Das Team macht mich besser. Danke, Leli. Hab mich sehr gut gefühlt, als wär's mein Ort. Weißt du, wo jetzt mein Ort wäre? Auf einem Stuhl von einem netten Feeling. Ja, Mann, ich verstehe. Gibt mehr im Leben als Fußball. Okay, nette Unterhaltung. Follower
204.317. Am Ende kein Sieger in der Partie zwischen Sunderland und Southampton. Sah für mich so aus, als ob Alexander nochmal was reißen. Ja, es könnte Alexander nochmal was reißen. Ich dachte, dass das dann Fehler ist. Glückwunsch zum ersten Schuhdeal, Mr. Alexander. Schreibt Manish Bashin. Freies Training. Da können wir jetzt wieder aussuchen, was wir jetzt trainieren wollen. Und ich würde sagen, wir gehen einmal wieder auf irgendwas Dribbling-mäßiges durchsetzen und dann noch auf irgendwas Schießen-mäßiges, wie so oft, damit wir vorankommen. Gut, eine F in Durchsetzen ist jetzt nicht so nice, aber immerhin eine C bei Schussgenauigkeit. Und wir bleiben auch in der Startelf drin. Also wir können uns das erlauben, das auch mal zu simulieren. Gut, dann mal los. Großer Tag für dich morgen. Pff, ist bloß ein Pokalspiel. Hey. Das ist nicht einfach nur ein Pokalspiel des FA Cup. Das ist der härteste Pokalwettbewerb der Welt. Schreib dir das hinter die Ohren. Hey, mach dir nichts draus. Das ist der einzige Titel, der ihm fehlt. Er mag es nicht zugeben. Aber es wurmt ihn trotz seiner glänzenden Karriere gewaltig. Also geh da raus und gib dein Bestes. Nacht, Junge. Wir holen den Sieg für den OP. Wir bringen ihm den Titel, der noch fehlt. Und das ist jetzt das Spiel gegen Man United, oder was? Ja, FA Cup Achtelfinale gegen Manchester United. Aber wir fliegen nicht. Was? Hä, hey, wir spielen ja gar nicht. Hä, hey, wie dumm ist das denn jetzt? Warum spiele ich denn jetzt nicht? Alle hypen mich voll auf das Spiel. Beim Trainer bin ich auch in der Startelf. Aber jetzt muss ich simulieren. Vielleicht muss ich deswegen simulieren, damit wir auch weiterkommen und nicht rausfliegen. Ja, 3:1 gewonnen. Das hat schon mal geklappt. Das wichtigste Pokalturnier der Welt und mein Ersatz bei Sunderland darf noch nicht mal spielen. Er stichelt schon wieder, ne? Der Gareth. Wir haben wieder freies Training. Ich darf es ja nicht zu oft simulieren, weil sonst fliegen wir halt wirklich aus der Startelf raus. Deswegen könnten wir das jetzt vielleicht mal spielen. So, Durchsetzen ist erledigt. Und wir machen weiter mit Chancenerarbeitung. Da sind wir auch ganz safe in der Startelf drin. Und können unsere Stats, ja, eigentlich nicht verbessern. Und am besten bei Gareth die rote Karte. Das wäre natürlich krass. Ich glaube nicht, dass es klappt. Ja, gegen Everton spielen wir wieder. Harry Kane spielt aber einfach nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Gegen Lukaku mal wieder. Jetzt. Ja. 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 Natürlich schießt er wieder. Nicht rein, Torwartfehler. Ich komme da hin und dann blockt er den noch irgendwie. Muss ich wieder zuschauen, wie Everton hier den Ball hin und her passt. Aber der ist gut, der Ball. Unser Keeper macht Quatsch. Latte. Innenpfosten. Kein Tor. Was zur Hölle, Mann. Och, und dann wieder so was. Meine Fresse, diese Mitspieler, ey. Das nächste 0:0. Das ist wirklich kaum zu ertragen, was die Mitspieler von mir da machen. Zum Beispiel der da. Hunter, du machst das klasse. Gib nicht auf. Weiß ich jetzt nicht. Endlich läuft's, ich fühle mich gut. Ist alles falsch, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Warum so überrascht, Mr. Butler? Das bin ich halt, ein Hingucker. Oh Gott, du trägst den Quatsch ernsthaft. Ach, kann nichts dafür, wurde so geboren. Erzähl das den Reportern, ich will den Kram nicht hören. Welchen Kram trägt er ernsthaft? Habe ich nicht ganz verstanden. Der nächste Tiefpunkt in der Quali für England. Jetzt muss die Jugend dran. Ich will Rodriguez, Walker und Mr. Alexander sehen. Also, Länderspieldebüt wäre natürlich schon auch krass. Das wäre wild, meine Nationalmannschaft zu spielen. Chance. C und D, passt. Geh runter auf Halbprofi? Nein, niemals. Wir haben ja auch schon ganz andere Spiele dabei gehabt. Ich meine, wer macht diese Werte? Okay, jetzt wird's ernst. Mal sehen, wo du stehst. Und? 65? Nur 65? Das ist doch totaler Blödsinn. Oh, nein, nein, der sieht sogar viel besser aus. Halt die Klappe. Okay, zeig, wo du stehst. Schnell weiter. 50, Mann, wie schlecht. Nein, 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 das war alles von vornherein geplant, ja? Ja, damit mein Profil nicht auffliegt und du niemals siehst, wie die Williams kommen. Und dann, boom! Vergiss es. Komm rein, Michael. Du hörst, dass ich es bin? Hey, hört Taylor, man eben. Wann kriege ich einen Vertrag? Kriegst eine SMS. Ich habe so einen Stapel Angebote, so dick. Lustig. Echt lustig. Ich wollte dir nur kurz was zeigen. Du weißt, dass man Bilder auch schicken kann, Michael. Zeig her. Den Jungen habe ich heute im Einkaufszentrum gesehen. Oh, armer Junge. Hat wohl keine Williamses mehr. Die Marke Hunter wird immer erfolgreicher, Alex.
Also alles, was du machst, machst du genau wie bisher. Auf und neben dem Rasen. 50! Ist ja echt ein Albtraum, mein Sohn. Jemand hat drückt beim Spiel. Ach, Danny. Ich ruf dich schon an. Danke, Michael. Okay, das war echt eine 10 von 10 Szene. Fand ich sehr, sehr nice. Dass Williams einfach ein 50er Rating hat. Und jetzt spielen wir gegen Liverpool. Also, viele von euch haben ja gesagt, dass Walker bei Liverpool spielt. Mal schauen, ob er bei Liverpool spielt. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass Liverpool der Rivale von Sunderland ist. Nee, der spielt da nicht. Da wird irgendwas kommen. Er spielt nicht bei Liverpool. Die Gegner sind dann auch so harmlos nach vorne. Das ist so krass. Haben wir überhaupt schon ein Gegentor bekommen diese Saison? Also, gefühlt nicht. Oh nee, aber jetzt. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja, den trifft er trotzdem nicht. Sturridge. Komm, hol dir den. Jawohl. Hunter schnappt sich den Ball. Das ist Alex Hunter. Den muss er nur noch machen. Wie kann er denn dann nicht an Karius vorbeikommen? Hä, was ist das denn? Schaut euch die Trainingsübungen an. Da geht so einer 10 von 10 mal rein. Jetzt schießt er einfach Karius an. Was soll denn die Scheiße? Jetzt komm. Ja, ja, der muss rein. Was ist das denn? Mann, warum schießt er solche Dinger nicht rein? Ich versteh's nicht. Hey, 0 zu 0. Wow. Also, wir hätten ein gutes Spiel gemacht, wenn wir einfach den Ball ins Tor geschossen hätten und nicht einfach immer am Tor vorbei. Spieler des Tages heute. Sagen Spieler Sie, des Tages, haben wow. Haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Nee. Das war eine große Überraschung für mich. Vor allem, weil ich natürlich auch Fehler gemacht habe. Aber das ist eine tolle Auszeichnung. Sie hatten heute wirklich eine Riesenchance, Alex. Sie konnten diese aber nicht verwandeln. Dieser Möglichkeit trauern Sie doch sicher nach. Also ich traue jeder vergebenen Chance hinterher. Ich bin gerade so im Rage-Modus. Aber klar, das war eine großartige Chance. Der nächste geht bestimmt rein. Alex, das Remis heute, was halten Sie davon? Ein Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Das Ergebnis ist enttäuschend. Wir hätten uns den Sieg holen müssen. Aus meiner Sicht waren wir das deutlich bessere Team. Danke, Alex. So, ich habe einfach ehrlich geantwortet. Für den Verein ist es halt nicht mal schlecht, wenn wir immer 0-0 spielen. Aber es macht halt keinen Bock. Okay, jetzt steht wieder FA Cup an. Da dürfen wir wahrscheinlich eh wieder nicht spielen. In der Liga sind wir 13. 11 Punkte über dem Abstiegsplatz. Also viel mehr, glaube ich, wird sich der Verein auch nicht wünschen. Also passt es schon. So, und dann kehren wir zurück hier und machen Standards. Wow. Ich glaube Standards. Also, solange wir jetzt das nicht brauchen, um in der Startelf zu bleiben, ich glaube, es geht schon heute auch ohne. Werde ich es einfach simulieren. C und F. Rein, ja. Okay? Wird jetzt mein Rating Manager nicht unbedingt verbessern. Bessern, aber ist ja egal. Standards sind jetzt nicht so entscheidend, dass ich das selbst spielen müsste. So, jetzt spielen wir mal wieder im FA Cup. Okay, und es kommt Alex, auch was. Haben Sie einen Moment, Mr. Butler? Heute ist viel los, Junge. Wir reden morgen früh, okay? Jetzt wäre mir lieber. Schön. Schieß los. Ja, ich denke, ich bin bereit für das nächste FA Cup-Spiel. Die letzten zwei habe ich von der Tribüne aus gesehen. Sie hatten recht, FA Cup-Spiele sind anders. Ich kann's jetzt. Klingt wie ein Mann mit einer Mission, Hunter. Finde ich gut. FA Cup. Mein Großvater hat den Cup nie geholt. Ich rede mit dem Trainer. Ich verspreche nichts. War's das? Also für die Story ist es cool mit dem FA Cup und so. Ich verstehe es aber nicht so ganz, warum wir da nicht spielen durften. Aber jetzt dürfen wir hoffentlich spielen. Gegen Leicester. Ist es jetzt das Halbfinale? Möchtest du wirklich beenden? Ah, dann gehe ich wieder ganz raus, glaube ich. Jetzt kann ich nicht mehr nachschauen, ob es das Halbfinale ist. Aber wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in dem Wettbewerb, glaube ich. Okay. Falls es jemand von euch noch nicht wissen sollte, der FA Cup ist kein gewöhnlicher Pokal. Sondern eins der ältesten und besten Pokalturniere der Welt. Leidenschaft, Dramatik, Sensationen, Helden, Ruhm, alles dabei. Einige der besten Spieler aller Zeiten haben diese Trophäe gewonnen. Drake, Lofthouse,
Estel, George. Die kennen über die Hälfte Orde, nicht. Cantona, Drogba und Owen. Jeder von ihnen träumte, die letzten drei kenn ich, als Kind davon, den Siegtreffer im FA Cup Finale zu schießen. Und jeder von ihnen hat sich damit unsterblich gemacht. Wer von euch will auch in die Geschichtsbücher? Ich will Leidenschaft und Einsatz sehen. Aber Kontrolle will ich auch auf dem Platz sehen. Jetzt legt los und holt den Einzug in die nächste Runde. Auf geht's, Männer! Diese Prétendants spielen wir an die Wand. Alles klar, Lili. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin ein Gewinner. So, jetzt ist man richtig motiviert für das Spiel. Das darf kein 0-0 werden. Wir müssen jetzt treffen. Wir brauchen das erste Tor mit unseren neuen Schuhen. Wir warten immer noch auf die erste Bude mit denen. Seitdem wir die bekommen haben, kein Tor mehr. Und ich finde, die overhypen den FA Cup ein bisschen. Also vielleicht ist es, wenn man in England wohnt, irgendwie was anderes. Aber von der deutschen Sicht aus ist der FA Cup jetzt, also ist schon ein cooler Pokalwettbewerb, aber halt mehr auch nicht so. Naja, aber für Alexander ist es auf alle Fälle was ganz Besonderes. Und dementsprechend, also rausfliegen dürfen wir auf gar keinen Fall. Bin ich ja wieder sehr alleine. Sehr, sehr alleine. Aber vielleicht geht ja was mit Dribbling. Vielleicht geht was mit Dribbling. Alex Hunter, spitzer Winkel. Ja. Alex Hunter. Nein. Wir können keine Tore schießen. Die Keeper halten alles. Komm, Alex. Alex Hunter. Jetzt, wir können nicht treffen. Es geht nicht. Ja, den muss er doch machen. Warum schießt du denn direkt? Du hast so viel Zeit. Ach, keiner kommt an Schmeichel vorbei. Ich nicht, meine Mitspieler nicht. Niemand. Okay, das ist auch eigentlich ganz gut für uns. Schiri! Aber den darf eh wieder nicht ich schießen. Und ich darf den Ball auch nicht fordern, weil wenn ich ihn fordere, dann lupft er ihn zu mir. Und dann bekomme ich ihn gar nicht. Also ich muss ihn einfach schießen lassen. Ich muss ihn einfach schießen lassen und Lenz schießt den 5 Meter drüber. Das war gut für den Arnold. Jetzt müssen wir nur den Ball einfach abspielen. Einfach abspielen. Du musst einfach nur abspielen, von Arnold. Einfach abspielen. Warte auf mich, Lenz. Warte auf mich, Lenz. Ja, Lenz. Aufhand. Aus. Was ist denn das hier? Das kann doch nicht wahr sein. Warum kann denn dieser dumme Drecksspieler keinen Ball ins Tor schießen? Hey, 0-0. Gibt's jetzt Verlängerung? Es gibt halt wirklich Verlängerung. Und jetzt ist Kane drin. Jetzt geht was. 15 Minuten noch, da gibt's Elfmeterschießen. Das war kein Foul, Schiri. Das war... Harry Kane, was machst du denn? Bleib doch da! Warum läuft er denn weg? Du stehst vorm leeren Tor! Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Also das ist hier wirklich, das ist eine Farce. Das ist eine Farce, was heute passiert. Mal schauen, ob ich im Elfmeterschießen darf. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir im Elfmeterschießen weiterkommen. Pina trifft schon mal. Alter, wenn ich einen Elfmeterschießen muss, ich kann das ja gar nicht hier. Ja, mach noch mehr Anlauf, King. Alter, wie viel Anlauf nimmt sich King? Jawohl, Manone! Let's go. Harry Kane. Harry Kane muss treffen. Harry Kane trifft. Und jetzt wieder Manone gegen Okazaki. Okazaki, Okazaki, Okazaki verschießt. Chat, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So, ist nur noch Lenz treffen. Lenz, 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 Lenz. Oh, Lenz an dem Pfosten. Aber die Elfmeter passen zum Spiel. Die sind so schlecht. Danny Drinkwater trifft. Oh, jetzt ist es wieder eng. Jetzt ist es wieder... Oh, nee. Oh, nee. Oh nee, was ist das für ein Rotzelfer? Hä? Warum war der jetzt so schlecht? Oh, und den hält er nicht. Jetzt steht es wieder unentschieden, 2-2. Sah so gut aus. Das Gameplay in diesem Spiel ist so schlimm. Jawohl, wichtig, McNair. Jetzt können wir noch weiterkommen. Albrighton muss einfach nur verschießen, dann sollten wir doch eigentlich eine Runde weiter sein. All... Nein, Manone, den hast du doch eigentlich. Jetzt kommt Bernard. Den gibt's nicht in echt und der schießt vorbei. Ach komm, es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist ein absoluter Witz. Ach, das ist so eine Verarsche. Es ist so eine Verarsche. Heilige Scheiße, ist dieses Spiel eine Verarsche. Das ist ja krank. Da ist FIFA 23 ein absoluter Witz dagegen. Wow. Diesmal hat's nicht geklappt, Alex. Gib noch mehr Chancen. Kopf hoch. Wir haben eigentlich gut gespielt. Wir waren bestimmt dreimal einfach Torwart. Aber wenn er halt da nicht reinschießt, kann man wenig machen.
Wenn du noch weiterkommen willst, musst du deine Leistung verbessern. Möchtest du die Woche neu starten und es nochmal versuchen? Vorherigen Spielstand laden, Woche neu starten. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube einfach Woche neu starten. Also wir müssen da quasi weiterkommen, oder wie? Chat, ich werde jetzt das Team spielen. Ich will einfach mal schauen, was passiert, wenn ich das Team spiele. Wir werden da wieder mit Hunter spielen, aber wir haben das Spiel ja vorher schon gehabt. Ich will jetzt einfach mal mit dem Team spielen. So, jetzt im ganzen Team mal schauen, was da passiert. Ein bisschen ungewohnt, aber kriegen wir schon hin. Komm jetzt, Alex. Alex Hunter, 1-0! Warum hat er das denn vorher nicht gemacht? Warum ging so einer denn vorher nicht rein? Aber jetzt per Flachschuss. Alex Hunter, so kennt man ihn. Schön am Tor vorbeischießen. Uiuiuiui, Maräten, nein. Chilobocci mit dem Eigentor. Jetzt steht er auf einmal 1-1. Also es ist so viel schwerer, als ich es gedacht hätte. FIFA 17 war ja krank schwer vom Tore schießen her. Starte was. Starte etwas. Oh, dieser Schmeichelmann. So nervig. Jetzt geht das hier wahrscheinlich wieder in die Verlängerung. Das kann doch nicht sein. Jetzt komm, Alex. Der muss rein. Was macht denn Alex Hunter? Wie schlecht kann ein Spieler sein? Es gibt wirklich Verlängerung. Das ist so krank. Das ist so krank. Du kannst keine Tore schießen. Ja, schau euch das an. Die haben nicht einen Schuss gehabt. Ja, nein. Nicht mal der geht rein. Oh. Ja, jetzt ist er drin. Van Aanholt nach einer Ecke. Komm, das muss es jetzt aber sein. 117. Minute. Wir sparen uns das Elfmeterschießen. Das wäre so wichtig. Also im Elfmeterschießen würde ich so kacke aussehen. Weil die Elfmeter habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Die schießen... Ich ziehe halt auf eine Ecke und schieße, aber der schießt dann immer so flach und schlecht und mittig. Jawohl. 2-1 gewonnen. Was ist das? Was ein Struggle. So, jetzt kommt aber auch eine andere Cutscene. Oder kommt gar nichts? Da muss doch was kommen. Da kommt nichts jetzt. Dann ist ja gut, dass wir verloren haben, weil dann haben wir die eine Cutscene gesehen. Sonst hätten wir die nicht bekommen. Also erfüllen wir ihm den Wunsch. Gegen Burnley spielen wir als nächstes. Sind gerade 13. Wir haben noch 10 Spieltage vor uns. Nee, 11. 11 Spieltage noch vor uns. Eieiei. Gibt's noch einiges zu tun diese Saison? Für heute machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen und Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunea. Tschüss.